Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video-Tutorial von mir. Heute zeige ich euch, wie ihr anonym im Internet surfen könnt und das mit Hilfe von Tor. Dies ist kinderleicht. Ihr gebt Tor wie Wildy Bundle in euren Google ein. Das sagt eure Standard-Suchmaschine. Dann gibt es www.torproject.org. Das wählt ihr aus. So. Hier sieht man, hier steht es, dass die Stable-Version zwar nicht die aktuellste ist, aber dafür perfekt läuft. Und es gibt die unstabile Version, das ist eine Alpha-Version, besser gesagt Beta-Version, ist aktueller, aber dafür nicht ganz so gut. Dann gehen wir hier runter und nehmen die stabile Vivaldi Bundle Works with Windows 7 Vista XP Spectrum 3 Server. So. Wir nehmen die, da die auf jeden Fall stabil ist und auch ihren Zweck erfüllt. Dann klicken wir Download Stable an und er lädt sie runter. Jetzt können wir den Browser schon mal schließen. So, er hat die schon runtergeladen. Mein Antivirenprogramm scannt sie gerade auf Viren, wo auf jeden Fall keine drin sind. Hier sieht man auch, das ist die noch die 0.2.110 Version. Ja, so, er hat sie runtergeladen. So, ein Doppelklick da drauf und warten. Mein PC ist bisher ein bisschen langsam, da ich eingestellt habe, dass er die beste Optik einstellen soll, ohne Rücksicht auf Leistung. Das habe ich eingestellt, da ich sowas halt nicht so viel Leistung benötige und deswegen einfach mal die Optik ganz hochschrauben konnte. Wie man die Optik hochschraubt oder die Leistung hochschraubt, zeige ich euch im nächsten Tutorial. So. Da braucht er ein bisschen. So, hello, ich habe mir das von Norton gekauft, weil hier kann man Don't Ask Me Again anklicken, hello. So, Deutsch, weiter. Hier können wir den Webbrowser von Tor rausnehmen, da wir unseren Standard-Webbrowser benutzen. Dieses Tutorial ist besser gesagt für den Firefox. Wenn ihr nicht den Firefox habt, dann ladet ihr euch ihn runter, der ist auch gut. So, klickt es einfach weg, weil das brauche ich nicht. Weiter dann, wo es installiert werden soll. Ich habe es schon installiert und ein paar Einstellungen getroffen. Deswegen klicke ich Nein an. So, weiter. So. Das mache ich erstmal weg, weil ich kann es besser erklären, wenn ich es manuell starte. Jetzt will er das Add-on Tor-Button installieren. Wir klicken auf Jetzt installieren, Firefox neu starten und fertigstellen hier. Ich starte es normal. In die Suche gebe ich Tor ein. So, Programme. Es ist ein Tutor. Okay, das war gerade das Falsche. Naja, jetzt hat sich der Firefox geöffnet. So, mit dem Add-ons können wir schließen. Und hier unten haben wir jetzt Tor deaktiviert, ist das halt. Aber ich möchte es erstmal aktivieren. Jetzt muss statisch erstmal das Wildy-Bundle. Da finden wir unter alle Programme und hier wie Wildy. So. Hier ist jetzt unten in der Taskleiste so eine Squeeble. Die ist jetzt ein bisschen gelblich, weil er sich gerade verbindet. Das tut er automatisch. Er verbindet sich gerade mit dem Tor-Server. So. Er hat sich verbunden. So.
Ich habe den Tor-Button noch deaktiviert. Nur wenn das Programm läuft, heißt es noch lange nicht, dass wir eine andere IP haben. So, ich gehe auf wie ist meine IP? So, jetzt ist es hier. So, meine IP ist so und ich bin bei der Deutschen Telekom AD, komme aus Deutschland, ja. Und jetzt klicken wir hier drauf, Tor aktiviert. So, und jetzt eine neue Identität verwenden. Hier steht, dass er jetzt eine neue angefordert hat, dass wir aktualisieren. Tor zeigt an, dass man den Reload-Button nicht benutzen kann, also klicke ich in die URL-Leiste und drück Enter. Da ich jetzt über ein Proxy verbunden bin, dauert es ein bisschen länger. Und wie ihr seht, habe ich eine andere IP und komme aus den USA. Ja, das kann man dann immer wieder machen, indem man eine neue Identität anklickt. Ja. Und schon hat man wieder eine andere IP. Es dauert immer unterschiedlich lange, weil er verbindet sich immer mit einem Server, der zufällig gewählt wird. Manchmal kann es auch sein, dass es so lange dauert, dass da hier dann steht Zeitüberschreitung. Ja, dann würde ich einfach empfehlen, einfach ein neues Netzwerk auszuwählen und fertig ist es. Hier dauert es jetzt mir gerade zu lang, also schließe ich es. Jetzt erkläre ich euch ganz kurz die Einstellung. Ihr klickt auf Einstellung, dann einmal die Standard-Einstellung. Start, wie weit ich, wenn mein System hochfährt. Nee, nein, das möchte ich nicht. Das lässt ihr so, wie es ist. So, das ist eigentlich nicht ganz wichtig. Hier kommt noch eine andere Funktion, mit der ich mich nicht auskenne, also lasse ich es so, wie es ist. So, hier würde ich lassen, nur Tor als Klient benutzen. Wenn ihr es hier unten klickt, dann ist es so, dass wenn euer Tor läuft, dass die Leute auch euren Computer, euren DSL-Anschluss als ja, Proxy benutzen könnt. Und da manche Leute den Proxy für illegale Zwecke benutzen und dann zufällig mal auf euren raufkommt, könnt ihr Post vom Anwalt kriegen. Und dafür ja keiner. Also ich benutze den Tor nur als Klient. Das lasse ich auch außen vor. So, die Sprache, das Aussehen, habt ihr noch ein paar verschiedene. So, dann der für Fortgeschrittene, das lasse ich aber auch so. Ja, und noch die Hilfe. Ja, das ist es eigentlich gewesen. So, und im nächsten Tutorial zeige ich euch, wie ihr die Leistung, ob die sehr hochschrauben könnt oder die Optik sehr hochschrauben könnt bei verringerter Leistung oder wie ihr einen Ausgleich schaffen könnt. So. Das war es eigentlich schon. Ich beende Tor. Tor läuft nicht mehr. So. Ja, das war es eigentlich schon. Okay.